Mitten im Krieg und in den Sanktionen plötzlich eine starke Erholung des russischen Rubels, ja auch durch immense Öl- und Gasverkäufe, die jetzt in Rubel abgewickelt werden sollen. Als Antwort auf den Versuch natürlich, Russland abzutrennen vom globalen Weltfinanzsystem. War das Ganze ein Schuss, der nach hinten losgegangen ist und der jetzt umgekehrt genau dieses dollarbasierte Finanzsystem gefährdet? Das und vieles mehr in diesem Video. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die neue Weltordnung und die neue Weltfinanzordnung. Ein Tummelplatz für Spinner und Schwurbler. Das heißt aber nicht, dass das Thema an sich Quatsch ist, selbstverständlich. Es gibt immer in irgendeiner Weise eine Weltordnung und man kann sich natürlich darüber streiten, welche Kräfte da am Werk sind. Aber es ist trotzdem elementar wichtig, dass man versucht, dass man davon eine Vorstellung bekommt, gerade auch als Anleger. Und durch den Ukraine-Krieg, da sind wir ja jetzt natürlich sowieso in einer Situation, in der durch diese Weltfinanzordnung ja auch wirklich Schockwellen gehen im Moment. Das Thema ist ein dickes Brett. Ich habe es mir auch nicht leicht gemacht. Ich habe mich gut informiert vorher bei den Meinungsführern. Bei meinen Kollegen Sebastian Hell und Lars Erichsen, die Besten der Besten. Der Sebastian ist auf YouTube und in seinem Podcast sehr detailliert eingegangen, zum Beispiel auf das Thema russische Notenbank und die russischen Goldkäufe. Und der Lars hat einen sehr guten Beitrag gemacht, unter anderem zu der Studie Bretton Woods 3 von Choltan Pocher von der Credit Suisse. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Eine Studie, die wirklich Wellen geschlagen hat jetzt vor ein paar Wochen. Ich habe die Studie auch gelesen. Ich habe außerdem Henry Kissingers Weltordnung gelesen. Das ist jetzt allerdings schon eine Weile her. Und ich habe sogar das hier gelesen. Der Plan für Putins Sturz, eine Bildzeitung, bei Gott, ich habe sie gekauft. Kein Wunder bei dem Titel. Es stand jetzt aber auch nur drin, dass durch die Sanktionen auf Russland jetzt Druck ausgeübt werden soll. Ich dachte mir sowas schon fast. Und dann habe ich mal sogar noch angesehen von Professor Dr. Max Otte, Corona, Great Reset und die Geburt einer neuen Weltordnung. Ein Vortrag, der allerdings vor dem Ukraine-Krieg gehalten worden ist. 1 Stunde und 9 Minuten Max Otte. Natürlich nicht uninteressant, ich habe jetzt aber trotzdem eine leichte Überdosis im Moment. Das wird auch wieder besser. Scherz beiseite. Es passiert gerade Unglaubliches und hat ja zum Teil auch absurde Züge. In der Ukraine tobt ein Krieg, aber gleichzeitig nehmen wir Gazprom. Gazprom liefert Erdgas unverdrossen. Die Liefermenge ist sogar höher als vor dem Krieg. Und weil Nord Stream 2 ja gestoppt worden ist, geht ein erheblicher Teil von diesem Gas immer noch durch die Ukraine. Diese Pipeline ist voll ausgelastet. Und Gazprom zahlt der Ukraine wahrscheinlich sogar noch Durchleitungsgebühren, weil man ist ja nicht im Krieg oder sowas. Das ist ja gerade nur eine Spezialoperation. Europa nimmt dieses Gas, wohlwissend, dass es damit den Krieg natürlich mitfinanziert. Und die Ukraine, die leitet dieses Gas ja sogar noch durch, weil sie sich anscheinend auch nicht traut, dass sie Europa davon abschneidet. Womit sie sich aber ihr eigenes Grab schaufelt im Moment. Bei Öl ist es ein bisschen anders. Öl wird ja zum Teil boykottiert von den westlichen Ländern oder man versucht es zumindest, dass man es zurückfährt. Dafür gibt es aber wieder andere Länder, die jetzt erst recht russisches Öl kaufen. Ist natürlich auch billiger als der Weltmarktpreis im Moment. Indien zum Beispiel hat seit Kriegsausbruch in Russland schon 16 Millionen Barrel bestellt. Das ist so viel, wie sie letztes Jahr insgesamt bestellt haben. Das war ja auch meine Vermutung bei meinem Ölaktienvideo vor einem Monat, dass das russische Öl eben wahrscheinlich zumindest zum Teil doch auf den Markt kommt am Ende. Und die USA haben Indien zwar ermahnt deswegen, sie können jetzt aber schlecht dagegen vorgehen, weil ja viele westliche Länder auch noch russisches Öl kaufen. Stand Wochenende jetzt zumindest. Heute ist wieder ein EU-Treffen dahingehend.
Und was noch dazu kommt, die Öl- und die Gaspreise sind ja stark gestiegen, nicht zuletzt durch diesen Krieg. Und allein dadurch, schätzt man bei Bloomberg Economics, nimmt Russland durch Energieexporte dieses Jahr 320 Milliarden Dollar ein. Also nochmal ein Drittel mehr als im Vorjahr. Sodass man, wenn man zynisch ist, sagen könnte, durchaus der große Profiteur der Russland-Sanktionen ist zurzeit Russland. Und was ist in der Konsequenz dann der Ukraine-Krieg? Ist er sowas wie ein Außenwirtschaftsförderprogramm im Moment? Wenn ja, dann ist es zumindest sehr erfolgreich. Gut, okay, so ganz so ist es natürlich jetzt auch nicht. Es gibt ja die Sanktionen und die schaden Russland auch schwer, ist gar keine Frage. Und dass es so ist, kann man durchaus bewerten als Triumph der Dominanz, die der Westen hat über das globale Finanzsystem. Wenn man jemanden abschneiden kann von 300 Milliarden Dollar an Währungsreserven und wenn man jemanden abschneiden kann aus dem globalen Zahlungsverkehr, dann ist das natürlich Macht. Nur, das hat auch seinen Preis. Es ist eine Waffe, die immer stumpfer wird, je öfter man sie benutzt. Weil, wenn man jetzt so ein großes Land abtrennen will vom Zahlungsverkehr, dann zwingt man dieses Land natürlich auch dazu, dass es sich Alternativen sucht, dass es zum Beispiel versucht, dass es seinen China-Handel verstärkt jetzt abwickelt über das chinesische CIPS-System. Ist ganz klar, ist die logische Konsequenz. Und wenn man so ein großes Land ausschließt, dann heißt das auch für das System selbst natürlich Desintegration. Es verliert an Dominanz und das kann schneller gehen, als man denkt, weil es geht ja da nicht nur um Russland, sondern man hat ja ein Signal damit gesendet an die ganze Welt und die hat 60% ihrer Währungsreserven in Dollar und sie hat sogar 90% ihrer Währungsreserven in Dollar, Euro, Yen und Pfund, also die Währungen der westlichen Wertegemeinschaft, wenn man so will. Und die hat aber dem Rest der Welt jetzt gezeigt, schaut her, das sind eure Währungsreserven und wenn uns eure Nase nicht mehr passt, dann sind die einfach weg. Das ist ein Schlag. Und zwar nicht nur gegen Russland, sondern irgendwie ja auch gegen das eigene Weltwährungssystem. Man hat den Splint gezogen an der Handgranate und ist aber selber dann nicht aus dem Zimmer gegangen. Man hat die Glaubwürdigkeit von diesem System mit diesem Schritt und die Vertrauenswürdigkeit ja auch für die anderen Teilnehmer, die hat man eben wahrscheinlich schon stark beschädigt. Und das ist auch der Ausgangspunkt von der besagten Credit Suisse-Studie von Zoltán Pozsa, der darin ja jetzt eigentlich schon das Ende der derzeitigen monetären Weltordnung sieht. Dazu aber, wie gesagt, mehr in dem Video von Lars Erichsen. Es spricht ja schon Bände, wie es mit dem Rubel gelaufen ist. Der russische Rubel hier zum Dollar auf ein Jahr. Er ist am Anfang vom Ukraine-Krieg komplett eingebrochen und er hat jetzt aber fast komplett schon alles wieder aufgeholt. Trotz Krieg, trotz einem sehr wahrscheinlich massiven Wirtschaftseinbruch und trotz möglicher Zahlungsausfälle auch. Das Ganze ist geschehen natürlich bei niedriger Liquidität, ist klar. Aber der Hauptgrund ist, dass Russland jetzt von den unfreundlichen Ländern in Anführungszeichen die Zahlungen von Öl- und Gasrechnungen in Rubel fordert. Ob es auch so kommt, ist im Moment noch offen. Jetzt könnte man fragen, warum denn in Rubel? Man sollte doch meinen, die brauchen händeringend Devisen. Aber warum Devisen haben, wenn man damit sowieso nichts mehr kaufen kann, so ungefähr. Es ist auf jeden Fall der Versuch, den Rubel wieder zu stärken, seine Bedeutung zu steigern und bis jetzt mit Erfolg. Weil er ja auch unterlegt ist mit Rohstoffen, die jeder braucht, dann mit einem hohen Handelsbilanzüberschuss, der wahrscheinlich noch viel größer wird jetzt im Krieg, und auch mit einem Leitzinsniveau von 17%. Wie schon oft gesagt, ich war noch nie ein Fan der russischen Politik, ich war aber schon immer ein Fan der russischen Geldpolitik, die ja verantwortet wird seit 2013 von Elvira Nabiullina, die allerdings auf meine Avancen und Heiratsanträge bis jetzt nie reagiert hat. Die russische Notenbank, die macht außerdem im Moment, das ist eben auch sehr interessant, die macht Schlagzeilen durch ihre Goldankaufpolitik zu einem Fixpreis von 5000 Rubel pro Gramm.
ist von vielen interpretiert worden, sogar als der neue russische Goldstandard. Die Bindung des Rubel an Gold ist natürlich Unsinn. Viele Notenbanken kaufen Gold. Und mit Geld, das man selber schöpft, dann Gold kaufen, das kann jeder. Eine Golddeckung und einen Goldstandard, das hat man dann, wenn man zu einem festen Rubelkurs zum Beispiel Gold verkauft. Und da werden die in der momentanen Lage natürlich den Teufel tun, das zu machen. Russland hat allerdings hohe Goldreserven und mehr zu diesem ganzen Themenkomplex, das gibt es wie gesagt bei Sebastian Hell. Der Westen hat scharf reagiert auf den Angriff auf die Ukraine. Und die Maßnahmen treffen Russland hart, wie gesagt, gar keine Frage. Das Verhältnis ist auch irreparabel zerstört jetzt und Rohstoffe hin oder her. Russland wird am Ende von diesem ganzen Krieg geopolitisch, machtpolitisch sehr wahrscheinlich stark geschwächt sein. Ist aber für den Westen kein Grund, sich zu freuen, weil die Front bröckelt. Der Westen hat versucht, dass er die ganze Welt mehr oder weniger hinter sich vereint gegen die russische Aggression. Und das ist gescheitert. Angefangen bei der OPEC, wo man ja gehofft hat, die hilft jetzt der freien Welt sozusagen und dreht den Ölhahn weit auf. Nö, hat sie nicht gemacht. Und zum Beispiel der Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, der hat auf CNBC relativ klar auch gesagt, erstens, wenn ihr billiges Öl wollt, dann verhängt keine Sanktionen auf Öl. Und zweitens, Russland wird immer ein Teil der OPEC Plus sein und wer mit uns spricht, der muss auch mit Russland sprechen. Ein Warnschuss, relativ klar hörbar. Und dann aber auch noch über 30 Länder, die nicht der UN-Resolution zugestimmt haben gegen Russland, darunter China, aber eben auch Indien, Pakistan, Vietnam, Südafrika und viele afrikanische und arabische Länder auch. Und interessant ist ja auch, dass auch sämtliche ASEAN-Staaten bis auf Singapur auch nicht die Sanktionen mittragen wollen gegen Russland. Sie wollen natürlich keinen wirtschaftlichen Schaden haben. Sie haben aber anscheinend auch keine Lust mehr, sich in einer Welt, die sich da ja offensichtlich so ein bisschen aufteilt in zwei Lager, sich da in eins der zwei Lager reinpressen zu lassen. Sie wollen da auch nicht mehr nach der Pfeife von irgendwem tanzen. Das Ansehen der USA hat gelitten weltweit. Die autoritären Staaten, die nervt das Gereden über Menschenrechte und die demokratischen Staaten, die nervt das Gerede über Menschenrechte in Kombination damit, dass sich die USA selber im Zweifel eben auch nicht drum schert. Dann der Abzug aus Afghanistan, das hat natürlich Glaubwürdigkeit gekostet, aber noch schlimmer ist natürlich, dass es in der amerikanischen Außenpolitik überhaupt keine Linie mehr gibt. Es gibt da keine Stetigkeit mehr und darum eben auch keine Verlässlichkeit mehr für niemanden. Heute so, morgen so. Es ist ja viel geredet worden, zum Beispiel in letzter Zeit über diese aggressive NATO-Osterweiterung. Aber vergessen wir da mal auch nicht, dass der letzte US-Präsident aus der NATO noch austreten wollte. Nehmen wir das mal als Beispiel nur. Also westliche Russlandpolitik, auch die deutsche Russlandpolitik, wird jetzt viel kritisiert natürlich und zwar von zwei Seiten. Die eine Seite sagt, wie kann man nur so blöd sein und die Augen davor verschließen, was Putin für einer ist bei seinen ganzen Taten. Jetzt haben wir den Salat. Und die andere Seite sagt, wie kann man nur so blöd sein und die Augen davor verschließen, dass auch Russland Sicherheitsinteressen hat, die man auch nicht ignorieren darf? Jetzt haben wir den Salat. Das Letztere, das sind die Putin-Versteher. Beide Seiten haben sicherlich irgendwo schon recht. Und der Mittelweg, den man daraus vielleicht gezogen hat, der ist jetzt auch gescheitert, aber danach ist man immer klüger, klar. Nur, was jetzt diese sich anbahnende Aufspaltung der Welt betrifft, in eine westliche Hemisphäre und so eine Art chinesische Hemisphäre. Wir haben hier bei uns viele Putin-Versteher, wir haben aber relativ wenig Xi-Versteher.
Auch China kann sich natürlich darüber beschweren, dass seine Interessen verletzt werden durch US-Militärpräsenz in Asien, durch Versuche, andauernd Handelsverträge abzuschließen, wie die Transpazifische Partnerschaft, mit dem klaren Ziel, China in Asien auszuschließen und zu isolieren. Donald Trump ist da bekanntermaßen dann doch wieder ausgetreten, da haben in China dann wahrscheinlich die Sektkorken geknallt. Aber grundsätzlich, wenn es einen roten Faden gegeben hat in der US-Außenpolitik die letzten Jahre, dann ist es die immer stärkere Frontstellung gegen China gewesen. Der Ukraine-Krieg, der ist jetzt nur blöd dazwischen gekommen, den. Und ich weiß natürlich genauso wie jeder andere auch, dass in China vieles nicht toll ist, ist ganz klar. Nur wenn sich der Westen hinstellt und offen erklärt, dass der chinesische Aufstieg an sich etwas ist, das man um jeden Preis verhindern muss und das auch schon seit Jahren versucht, mit Sanktionen, vor allem auch mit Technologieembargos und solche Dinge, dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn auch da der Ton mal rauer wird. Und ich würde wirklich sagen, man kann China viel nachsagen, aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass es schuld ist an dieser Frontstellung und Blockbildung im Moment. Das war schon der Westen, das waren schon wir. Und darum, ich bin gar nicht so unglücklich über die ganzen Länder da im Moment, die jetzt sagen, wir sind neutral, wir haben eigene Interessen. Das ist im Moment sehr ärgerlich, weil die natürlich die Sanktionen unterminieren. Aber in einem größeren Maßstab ist es vielleicht doch nicht ganz so schlecht, dass es eben auch Länder gibt, die auf dem Standpunkt stehen, das hier ist nicht unser Spiel und wir lassen uns da auch nicht vereinnahmen. Oder dass es so ist, ist zumindest jetzt nicht nur schlecht. Diese Länder, die sind jetzt auch nicht immer sympathisch, aber manchmal ist es dann vielleicht doch die Stimme der Vernunft, die aus denen spricht. Und das heißt natürlich schon, dass die westliche Dominanz jetzt schwindet, aber das passiert so oder so. Und das müssen wir vielleicht auch einfach mal schlucken. Und das Weltfinanzsystem? Man hört es ja schon läuten, die Totenglocken für den Dollar. Ganz so weit ist es aber, glaube ich, noch nicht, oder würde ich zumindest sagen hier, weil psychologisch vor allem, psychologisch hat er eben immer noch diese einzigartige Position. Und er hat dadurch ja die Finanzkrise wirklich überstanden. Er übersteht auch schon seit Jahren ein riesiges Haushaltsdefizit und ein riesiges Handelsbilanzdefizit auch. Und auch die Tatsache, dass ja die Fed die Geldwertstabilität fahrlässig vernachlässigt hat letzten Endes. Viele sagen, der Dollar hat die Position zu Recht, es fehlen die Alternativen. Die Geldpolitik in der Eurozone oder in Japan, die ist jetzt auch nicht so vertrauenserweckend und der chinesische Renminbi, der ist eben nicht frei handelbar oder nicht wirklich frei handelbar. Ich glaube aber auch, dass das Argument mit der Handelbarkeit an Bedeutung verlieren wird die nächsten Jahre. Und das Thema Reservewährung an sich, also wer ist da die Reservewährung, es wird natürlich auch ein bisschen überschätzt. Also der Aufstieg der USA hat zum Beispiel stattgefunden. Da waren andere Länder oder andere Währungen die Weltleitwährungen und der Aufstieg Chinas hat ja jetzt auch stattgefunden, als der Dollar die Leitwährung war. Ich vertrete natürlich seit Jahren auch schon die Meinung, dass der Dollar diesen Nimbus, den er hat, als Hort der Stabilität jetzt, vor allem gegenüber vielen Schwellenländerwährungen, dass das fundamental schon lange nicht mehr gerechtfertigt ist. Ich habe mich hier ja auch immer wieder ausgesprochen, zum Beispiel für Schwellenländerbonds als Investment. Da kann es jetzt natürlich schon kurzfristig Rücksetzer geben, weil die Fed ja jetzt die Geldpolitik doch strafft. Aber mittel- bis langfristig denke ich schon, wird die Bedeutung und der Nimbus vom Dollar da schon ein bisschen erodieren. Es sei denn, die amerikanische Geldpolitik, Fiskalpolitik und auch Außenpolitik ändert sich schlagartig. Und die Sperrung von den russischen Devisenreserven eben, wie gesagt, die zeigt jetzt wirklich auch einigen Ländern, dass sie Alternativen brauchen. Eine mögliche Alternative ist auch Gold. Ob das jetzt für den Goldkurs auch eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass bei vielen Notenbanken die Goldkäufe in den nächsten Jahren steigen werden. Das müssen sie zwangsläufig in der Situation. Okay,
Das waren jetzt alles, obwohl es lang gedauert hat, nur ein paar Brocken. Man kann zu dem Thema ganze Symposien abhalten natürlich und ist dann vielleicht immer noch nicht weiter. Heißt aber nicht, dass man nicht Einzelaspekte hier, dass wir die nicht auch noch mal vertiefen könnten. Also schreiben Sie ja bitte drunter, wenn es irgendwas gibt, das Sie auch interessieren würde. Und ganz abgesehen davon mal, ich habe jetzt so viel Werbung gemacht für Kollegen und habe ja hier sogar für Max Otte Werbung gemacht. Da kann ich jetzt auch mal kurz selber Werbung für mich machen. Also wenn Sie mehr solche Videos sehen wollen, dann bitte meinen Kanal abonnieren, dabei auch die Glocke drücken. Dann werden Sie nämlich auch benachrichtigt, wenn entsprechend neue Videos von mir da sind. Und Sie unterstützen mich damit natürlich auch. Mir ging es heute erstmal darum, dass jetzt auch mal bei mir ein Video drin steht mit dem Titel Neue Weltordnung oder damit im Titel, weil wenn das nicht zieht heutzutage, dann weiß ich wirklich nicht mehr. Und abgesehen davon, jeder Knilch kann hier faseln von neuer Weltordnung, also warum nicht auch ich? Das ist das Schöne auf YouTube und was aber noch schöner ist. Ich kann hier sagen, was ich will und Sie können das kommentieren, so wie Sie wollen. Und am Ende wird das aber keinem von uns wirklich schaden. Und das ist ein Punkt, wenn wir hier reden über Macht und über Werte und über Weltordnung, den sollten wir am Ende auch nicht ganz vergessen. Alles Gute Ihnen, danke fürs Zuschauen.